proof. I drove the smuggler away. Here's the proof. Do I have your blessing now? Yes, you have. What about for zwei? But there's one more thing you must do. Noch was? Another test. Not a test, my son. You'll need an engagement bangle for Ivy and her consent. A bangle? Hmm. I guess I should talk to Halwin. Maybe he can help me. Do that, my son. Ja, das heißt Nilquist for Ivy. So, did Gromar give his consent? Yes, he just did. Well, congratulations. All I need now is an engagement bangle for Ivy, but I can't afford one, actually. Speak to Oryk. He found some amber on the beach a couple of days ago. Get some from him, and I'll make you a bangle. You do that? Sure. What a friend's for. Oh, da haben wir auch schon unseren ersten Freund getroffen. Und nun müssen wir irgendwas bekommen, was ich nicht so direkt verstanden habe. Wir essen nochmal kurz einen Apfel, damit wir nicht diesen bloody Screen haben. Das hier sieht uns... Hier sieht mir schon wieder Schmied aus. Da hinten ist er. Vielleicht kenne ich ihn nicht. Greetings. Ja. Hallo? L. For Ivy. Ja, Highlight Quest sollte ich auch mal machen. Hallo. Shepard. Ja, Amber. Oryk, I heard you found some amber on the beach. Yes, Shepard. Beautiful amber. Could I get it off you? To keep? Yeah. I need it for an engagement bangle for Ivy. Oryk is a servant and trader. So? Trader Oryk wants gold. I have none. Servant Oryk wants to be a master. What do you mean? The shepherd will be Oryk's servant. Then Oryk gives the shepherd the amber for free. I see. What should I do for you? Oryk likes blue toadstools. They grow in a cave with a door in the middle of the deer thickets. Oryk always goes to pick mushrooms himself. But now Oryk has a servant. The servant takes the key and brings 5 blue toadstools. Lol. Yes? Give me the key. I will get you the blue toadstools. Give me the key. I'll get you the blue toadstools. Run, servant, run! Oryk's hungry. So. Das Amber zu bekommen, müssen wir jetzt hier ihm irgendeine Scheiße zu essen holen. Da machen wir auch direkt mal Highlight Quest, warum das nicht direkt automatisch drin ist. Weiß ich nicht. Mal kurz die Map. Wir können hier rauszoomen. Ja. Dann wollen wir mal hier weiter. Mit E öffnen wir das hier. Und links hier ist schon die Höhle. Das sind auch die roten Punkte. Ach so, die roten Punkte sind Gegner. Dankeschön. Ja, ich habe gerade beide getroffen. Nice. Und der ist auch schon tot. Ich bräuchte nur mal was, um mich zu heilen. Und kein scheiß Gold. Der Bloody Screen so real. Fuckt irgendwie ein bisschen ab. Aber wir wollen hier mal weiter. Da scheint mir noch ein Gegner zu sein. Ja. Oder auch nicht. Aber was ist das denn hier Schönes? Ach, das ist die Höhle, denke ich mal. Ja, wir essen mal kurz vorher einen Apfel und noch einen Apfel und noch einen Apfel und gehen in die Höhle rein.
Das sind Diamanten, denke ich mal. Kann man irgendwann abbauen. Ja, dann wollen wir mal hier ein bisschen dem scheiß Goblin aus... Ja, irgendwie können wir eben keinen Schaden machen. Oder wenn, dann nur... Sehr schwer. So. Der hätte auch nur 6 Gold. Macht aber Schaden wie sonst was. Dann nehme ich mal den Bogen und greife die gleich. Greife die demnächst schon etwas. Ja. Ich wollte gerade sagen, hier mit dem Rollen auszuweichen ist eigentlich relativ einfach. Also den Goblins bisher. Und ja. Wir heben dann mal kurz hier das Gold auf. Und wir heilen uns mal mit so einem Scheiß. Und dann haben wir auch wieder volles Leben. Unten sieht man übrigens auch Mana, glaube ich. Das ist das Blaue. Und... Ah, 70 Schaden. Und tot. Und auch tot. So. Hatte irgendwas Gutes. Hat auch nur Gold. Wollen mich da alle verarschen. Auch nur Gold. Da sind Äpfel. Ah, okay, das ist gut. Hier hinten ist noch so ein Ding. Da müssen wir noch. Wir müssen noch 2 davon aufheben. Töten wir dieses scheiß Stinktier da. Und ja. Dann hier dieses Blue Toadstool. Und den letzten noch. Ach, da ist noch so ein scheiß Ding. Hallo. Und dann geht's ja auch schon raus aus der guten Stube. Aber rein kommt man da nicht, oder? Nee. Dann wollen wir mal unseren Quest abgeben, um die Belohnung für einen Quest zu bekommen und unserem Uruk auch mal was zu essen zu geben. Where are the mushrooms? Ja, das ist erst. Warn me about the goblins though. Uruk forgot. Goblins always run when Uruk comes. Oh ja, dann wollen wir ihm das auch mal geben. Good servant, quick servant. How about the amber? Can't have it, shepherd. Halwyn might make something nice with it for the young lady. You obtained an item, dann wollen wir weiter. Dann müssen wir jetzt noch zu diesem einen Typ da rennen. Diese Kette oder was weiß ich für Ashi zu bekommen. Have you got the amber? Ach ja, hier ist die amber. Excellent. I've already prepared everything. I'll just put the amber into its setting, so that's it.
Satisfied? Good work, Halwyn. Looks quite good. Good work, Halwyn. Nervous? Yeah, a little. Don't sweat it. She's pregnant. She won't say no. What? She hasn't told you yet, then. Wir denn mal besser. How? Didn't you, know what I mean? Yes, but... Well, then you shouldn't be surprised. Here, take the bangle and go see her. You'll be all right. Ja, damals gab's dann wohl noch keine Verhütungsmittel. Drop by later. Unser Item, da irgendwie gesagt, ist hier drin. Da wollen wir den Scheiß mal hier aufheben, ihm alles klauen, was er hat. Und zu unserem weißen Punkt rennen, ne? Ja. Unser weißer Punkt ist no hier. Time for strangers. No time for strangers. Ja, Evie. Are you pregnant? Who told you? Halwyn. The idiot. So you really are? I've always wanted a baby. Haven't you? Yes, but that... it's all so sudden. Fair enough. Was there anything else you wanted from me? Ja. Das hätten sie sich auch ersparen können, wenn man nur eine Sache antworten kann. I have an engagement bangle here for you. Will you marry me? Yes, I will. You will? I will. One condition, though. What condition? Promise me that we'll travel to Argonne right after the wedding. But you're pregnant! That's the point! Before I become as round as a ball, I'd like to experience a real adventure and leave this barren island. Then I should talk to Diego. Hurry! He was going to leave better for good. Ja, dann drücken wir mal End. Wir sind Level 3. Drücken wir K, dann können wir es hier auch besser machen. Ja, was nehmen wir jetzt? Machen einfach mal das hoch. Und ja, L. Highlight Quest. Drücken wir kurz M. Da ist es nicht eingezeichnet. Und was machen wir jetzt? Und da kommt auch schon die Cutscene. Sorry, Shepard. I can't let you through. Why is that? Why is that? I have trouble with mole rats on my fields. I won't let anyone cross the bridge until I get rid of those creatures. Else they might bite someone. They don't tolerate sun, do you say? You've got mole rats on your fields? They don't tolerate sun, do they? The sunlight doesn't particularly do them good, but they're still dangerous. No, end. Sorry? Ja, end. Da können wir wohl nicht lang. Er heißt Knut. Dann wollen wir mal noch hier rein. Kann man hier was nehmen? Ne, Bier können wir nicht trinken. Ich kann mal versuchen, so einen Schinken abzuschießen. Ja, ich treffe erstmal nicht. Und da haben wir einen Schinken getötet. Unsere Pfeile können wir nicht aufheben. Und gehen da mal weiter. Wo sollen wir denn jetzt hin? Speak with Diego. Ja, dann denke ich mal, müssen wir hier lang. Ja, ich habe noch nicht gelernt, wie man schleicht. Das ist ja super. Bei dieser Waffe wegstecken, dann laufe ich schneller.